Herzlich willkommen bei Böhmers Börsenwoche. Auch in dieser Woche habe ich Ihnen wieder eine ungewöhnliche Landschaft zu bieten, denn ich bin hier in den Abruzzen in Italien, in der Stadt Giulianova, in der Nähe der Stadt Giulianova. Direkt hinter mir ein paar Berge mit kleinen Olivenbäumen und dennoch habe ich diese Woche auch geschaut, was an der Börse los ist. Denn diese Woche ist sicherlich viel passiert. Der DAX ist auf unter 12.000 Punkte abgerutscht. Und da ist natürlich Ihre Frage als erstes ganz klar, wo geht es weiterhin beim deutschen Aktienmarkt? Geht es weiter nach unten oder haben wir jetzt die Talsohle schon erreicht? Eins kann ich Ihnen gleich vorweg sagen, eine Glaskugel habe ich auch nicht. Und deswegen kann ich Ihnen auch nicht sagen, ob es in der nächsten Woche wieder rauf oder runter geht. Aber eine Sache ist für mich ganz deutlich. Die aktuellen Kennzahlen beim deutschen Aktienindex sind sehr positiv. Wir müssen sehen, im Vergleich zu anderen Indizes ist der DAX erstens sehr, sehr attraktiv bewertet. Dazu trägt auch bei, dass es zuletzt etwas runtergegangen ist und jetzt beispielsweise das Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder zurückgekommen ist. Gleichzeitig bieten Ihnen Aktien in der aktuellen Marktlage, bei denen wir immer noch nahezu faktisch keine Zinsen haben, eine sehr gute Alternative alleine durch die Dividenden. Immerhin haben derzeit schon wieder 12 der 30 DAX-Werte eine Dividendenrendite von über 3% pro Jahr. Auch das ist eine durchaus positive Geschichte bezüglich des deutschen Aktienmarktes. Und sicherlich müssen wir mit weiteren durchaus kurzfristig auch heftigeren Ausschlägen an den Märkten rechnen, denn die aktuellen Risiken nehmen weiter zu. Das Säbelrasseln zwischen den USA und Nordkorea wird immer lauter, aber auch andere Faktoren spielen hier noch eine Rolle. Beispielsweise hier auch in Italien die weiteren Aspekte der Bankenkrise, die sich hier doch sehr stark bemerkbar machen. Dennoch, eins muss Ihnen immer klar sein, das Abwärtsrisiko an den Aktienmärkten ist derzeit deutlich begrenzt. Also was wir jetzt aktuell sehen, ist sicherlich eine kurzfristige Korrektur, aber fundamental sieht es weiterhin sehr gut aus bei deutschen Aktien. Das wollte ich Ihnen hier aus den Abruzzen in Italien für diese Woche mitgeben, denn eins ist klar, auch im Urlaub schaue ich kurz nach, was an den Börsen los ist und per Video kann ich mich ganz schnell mal eben bei Ihnen melden. Also auch in der kommenden Woche wieder Böhmers Börsenwoche und ich hoffe, Sie sind nächste Woche wieder mit dabei.